Es ist unglaublich, ich sitz alleine da, Tage vergehen und nur die Trauer umarmt mich. Es fickt mein Kopf, alles umsonst, wieder ein Tag ohne Post. Denn sie schreibt nicht, sie schreibt nicht, sie schreibt nicht. Es ist unglaublich, ich sitz alleine da, Tage vergehen und nur die Trauer umarmt mich. Es fickt mein Kopf, alles umsonst, wieder ein Tag ohne Post. Denn sie schreibt nicht, sie schreibt nicht, sie schreibt nicht. Es heißt, dass Liebe trotz der fernen Menschen weiter verbindet. Doch die Fassade stürzt ein, dann werden sie einfach verschwindet. Nicht das Gefühl an sich, nein, sie, die es wert war zu füllen. Nur das Bedürfnis war da, laut aus dem Fenster zu brüllen. Und ich kam derbe ins Grübeln. Warum zieht sie das ab? Warum hält sie nicht ein, das was sie mir versprach? An diesem schwierigen Tag, c'est la vie, meine Freiheit. Und ich dachte, du und ich wären wie eine Einheit. Du schreibst mir nicht meine Zeile, von dem Besuch ganz zu schweigen. Bin ich denn dazu verdammt, allein und einsam zu bleiben? Aber ich bin nicht aus Seide, auch wenn du auf mich scheißt. Wenn du dich feige verpisst und mir einfach nicht schreibst, reiß mein Herz raus, komm, schmeiß es gegen die Wand. Dreht ganz fest drauf und trotzdem steh ich auf. Denn ich bin hart im Nehmen und ich glaube fest dran. Du bist wie die anderen Schlampen von gestern. Ernsthaft, es ist ja nichts in Ordnung. Denn der Hinweg top nun in meinen Kopf rum wie ein Ohrwurm. Das Warten auf Post und sich fragen, wann kommst du? Was eigentlich los ist und was soll ich bloß tun? Eine Enttäuschung, nun kann ich deine Klasse erkennen. Ich halt die Flamme an dein Foto und lass es brennen. In Rage, doch es genügt nicht. Es war mal Liebe, doch nur Asche blieb übrig. Es ist unglaublich, ich sitz alleine da, Tage vergehen und nur die Trauer umarmt mich. Es fickt mein Kopf, alles umsonst, wieder ein Tag ohne Post. Denn sie schreibt nicht, sie schreibt nicht, sie schreibt nicht. Es ist unglaublich, ich sitz alleine da, Tage vergehen und nur die Trauer umarmt mich. Es fickt mein Kopf, alles umsonst, wieder ein Tag ohne Post. Denn sie schreibt nicht, sie schreibt nicht, sie schreibt nicht. Sie schreibt nicht, ich warte jeden Tag um 3:30 auf deinen Brief, aber es kommt nicht mal eine Karte von dir. Und ich kapier es nicht, es trifft mich wie ein kalter Entzug. War all das, was sie hatten, nur ein reiner Betrug? Ich habe wieder mal vertraut und hatte leider kein Glück. Doch du bekommst es alles wieder in Scheibchen zurück. Guck, ich bin mir sicher, dass dein Karma sich erkenntlich zeigt und du tief versinkst in deine Erbärmlichkeit. Du tust mir ehrlich leid, bin ich nicht dein Jackpot gewesen? Doch blieb nicht lange verborgen dein verdorbenes Wesen. Ja, ich gebe es zu, ja, es tut weh. Ja, es ist Fakt, dass ich gar nichts mehr hier bunt seh. Statt deinen guten Fang triffst mich wie ein Untergang und ich bin gefangen im Verlies, wo ich mein Kummer fand. Ich runde es ab, bis mir kein Kummer mehr ans Bein pisst. Es ist eh besser ein Knast, wenn man alleine ist. Du hattest deine Frist, schließlich gibt es Breite in Massen. Elvis hat das Gebäude verlassen. Du wirst zum Produkt der vergangenen Vision. Eine graue Fiktion, meine raue Lektion. Eine andere Version kann ich dir nicht mehr geben. Kein Mann im Gefängnis sollte sowas erleben. Es heißt, dass Liebe trotz der fernen Menschen weiter verbindet. Doch die Fassade stürzt ein, dann wenn sie einfach verschwindet. Es ist unglaublich, ich sitz alleine da, Tage vergehen und nur die Trauer umarmt mich. Es fickt mein Kopf, alles umsonst, wieder ein Tag ohne Post. Denn sie schreibt nicht, sie schreibt nicht, sie schreibt nicht. Es ist unglaublich, ich sitz alleine da, Tage vergehen und nur die Trauer umarmt mich. Es fickt mein Kopf, alles umsonst, wieder ein Tag ohne Post. Denn sie schreibt nicht, sie schreibt nicht, sie schreibt nicht. Sie schreibt nicht, ich warte jeden Tag um 3:30 auf deinen Brief, aber es kommt nicht mal eine Karte von dir. Und ich kapier's nicht, es trifft mich wie ein kalter Entzug. War all das, was sie hatten, nur ein reiner Betrug?